Finden Sie denn, dass Originale zum Beispiel Kreativität fördern oder Sicherheit bieten? Ja, natürlich finde ich das, weil ich weiß ja, Autoren, die ein Buch geschrieben haben, haben eben das Recht an diesem geistigen Eigentum und an diesem Werk. Und die Gefahr, also in unserem Bereich, besteht die vor allen Dingen darin, dass Hörbücher illegal kopiert werden in Tauschbörsen und dass der Wirtschaft dadurch ein großer Schaden entsteht und die Autoren eben auch oft nicht das Einkommen dadurch bekommen, was sie verdienen. Oh.